Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme-Session von Minecraft. Die von Yumi ist mit dabei diesmal. Hallo. Sie qualmt ein bisschen aus den Achselhöhlen. Ja, hier steht so ein Typ vor der Tür. Guck mal, der hat mich mit Sachen beworfen und ja, dann sind meine Herzen gelb geworden. Ich wechsle mal wieder in den normalen Modus. Ja, du hast eine Hexe angelockt. Das ist ja... Ich habe doch nichts gemacht. Ja! So. Wie lockt man denn Hexen an, wenn man gar nichts macht? Indem man eine von Yumi ist. Aha. Ja, gut. Ich hoffe, du hast alles am Laufen, dass das hier funktioniert. Sagte sie und die Aufnahme war kaputt. Nein. Ja, wir haben einiges zu tun. Ja, ich habe dir vorher alles aufgezählt, was wir machen könnten. Dass wir einmal das Dach fertig machen. Wir könnten auch den Keller ausbauen, wenn dir das lieber ist. Erstmal muss ich was essen, ich verhungere nämlich gleich. Ja, alles hier vorne in der Kiste. Stefan, Hunger! Hunger! Gib mir Essen! Was kann man denn hier schönes essen? Farbstoff. Super. Nee, den kann man, glaube ich, nicht essen. Hast du mir gerade eine Kiste gesagt, wo Kohle und Stein drin ist. Toll. Da ist aber irgendwo 64 Steaks sind da noch drin. Ach da, ja, jetzt sehe ich sie auch, okay. Gleich neben dem Eisen. Ich weiß gar nicht, warum die Priorität so verteilt ist. So, hier kannst du dir Ausrüstung rausnehmen, was du halt brauchst. Alles. wenn wir irgendwas bauen, dann brauche ich vielleicht eine Schaufel. Super, eine fast kaputte Schaufel. Naja, wir haben ja noch genug Eisen, aber vielleicht sollten wir mal wieder uns in eine Höhle begeben. Die Materialien gehen so langsam aus. Wir haben nur noch 52 Eisen. Das reicht mal so gar nicht für die Zukunft. Ja, ich dann meine, würde ich sagen, wir können noch ein bisschen abbauen gehen. Sachen bauen, abbauen. Ja, da müssten wir halt eine neue Höhle suchen. Dann gehen wir halt erkunden. Das haben wir auch schon ewig nicht mehr gemacht. Siehst du? Dann soll ich eine Rüstung mitnehmen? Ja, wäre vielleicht von Vorteil. Warte mal. Hose, Brustpanzer, Helm, da fehlt doch was. Echt? Ach nee, stimmt ja. Warte mal. Ja, dann ich habe so lange kein Minecraft gespielt. Das ist so lange her. Oh, hast auch gleich einen Erfolg freigeschaltet. Warte, ich mach dir mal Schuhe. Nee, die Hose fehlt. Ich hab's mit den Schuhen verwechselt. Oh. Ich habe keine Hose. Clever. Ja, ist doch gut. Ich meine, warte mal, wie viel braucht man überhaupt? Ich glaube 7. Ich mach dir mal eben eine Hose mit meinen Schmiedefähigkeiten. Oh, danke. Da. Heb auf. Juhu. Okay, sonst zieh ich mir jetzt noch ein Höschen an und yeah. Dann können wir los. Auf hast geht's. Hast du das Schwert mitgenommen? Ja. Ah, warte, ich mach noch eben eine Spitzhacke. Da brauche ich natürlich. Spitzhacke hab ich, aber die ist fast kaputt. Ja, warte, da mache ich uns mal ein paar. 6, 9. Dann mache ich uns mal 3 Spitzhacken. Dann gebe ich dir eine und mir 2. Ah. Mhm. Wieso kriege ich nicht auch 2? Gibt's doch nicht. Frechheit. Naja, du hast ja schon eine halbe. Also. Ja, na gut. Wir noch so. Da, bitte sehr. Oh, danke. Ach, du hast eine Diamantspitzhacke. Nimm die mal mit, aber verschwende die nicht sofort. Ach, wo, ich doch nicht. Gut. In welche Richtung gehen wir? Ich würde mal sagen, in diese Richtung. Da hinten müsste ja auch noch ein Steinbruch sein. Da können wir auch noch ein bisschen Diorit farmen. Ich folge dir einfach. Bevor wir den Fehler machen und nichts zu essen mitnehmen, nehme ich mal kurz was zu essen mit. Hast du nichts zu essen mitgenommen? Also ich habe... Hammelfleisch. Und 50 Torches habe ich noch, das könnte eng werden. Ach ja, Fackeln, oh. Ja, ich mach mal welche. Ich will dich ja nicht mit den Rezepten hier überfordern. Oh ja, wow, eine Fackel, ja, das ist natürlich... Also, ne? Warte mal. Das ist natürlich nicht ohne so eine Fackel, das stimmt. Okay, so funktioniert das nicht. Man kann nicht aus mehreren verschiedenen Hölzern Sticks bauen, das ist interessant. Ich guck grad... Ob wir irgendwann noch Planken haben. Planken? Ja, hier. Hab schon. Ich kenne mich in meinem eigenen Haus nicht aus. Ist das der Wahnsinn? Sehr gut. Wie soll ich mich dann in der Welt zurechtfinden? Okay. Faszinierend. Okay, ja. Ja, hast du Fackeln gebaut? Ja, 50. Die sind schon in deinem Inventar. Warte mal, das lasse ich hier. Oh, tatsächlich. Ich nehme mal die Hälfte an Steaks mit und du nimmst die andere Hälfte. Okay. Da ist noch irgendwo 32. Hab ich. Gut, vielleicht sollte ich auch einen Timer starten. Warte mal, das habe ich nämlich vergessen. Auf zu neuen Abenteuer. Yay, auf zum Atem. Zum was? Okay, du guckst die Simpsons auch nicht. Doch, eigentlich schon, aber das war mir neu. Ich weiß Schmach. Ich weiß gerade nicht. Oh, da ist ein Skelett.
Ist wo? Ja, lass es einfach mal ein Skelett sein unter der Veranda. Ach so, das. Oh, ja. Okay, da ist noch eins. Das fängt ja schon sehr gut an. So. Ich drehe mich um, es steht direkt vor mir. Ja, wir spielen die Horror-Edition. Oh mein Gott. So, schön. Ja, das war gerade ein Höhlengeräusch, falls dir das noch bekannt vorkommen sollte. Man muss nämlich dazu sagen, die Von Yumi hat mal versucht, Minecraft zu spielen. Was heißt, sie versucht? Das habe ich bestimmt. Wie viele Folgen waren das? Auf jeden Fall ein paar. Ja. Siehst du, nix versucht. Ich habe das sogar gespielt und ich habe mir sogar was aufgebaut. Richtig. Wie geht's den Tieren so unterm Haus? Ich habe noch nicht wieder nachgeschaut. Das wollte ich mal wieder machen. So als Gag irgendwie mal wieder. Weiß ich so, vielleicht zu Neujahr wäre vielleicht eine ganz nette Idee. Mal gucken, ob ich ja, da so mal ein Jahresrückblick, irgendwie... ne? Über ein paar Stunden. Jetzt kommt mein Jahresrückblick als Let's Play in einem Jahr, wo ich kein einziges Let's Play aufgenommen habe. Yay! Ja, Wahnsinn. Ach, ja. Krass, oder? Ja, eigentlich schon. Schon her ist. Müsste echt mal wieder schauen. Oh, ein Schwein. Ein Schnitzel. Ach, Mann. Blutrünstig, wie immer der Gelb. Ja, blutrünstig. Das muss sein, ich muss meine Gelüste stillen. Oh Gott. Lauf weg, Schwein! Lauf! Nein! Da ist noch eins. Nein, lass es in Ruhe! Nein! Nein, ich will's umbringen. Och Mann. Nicht mal gönnen tut er mir was, unglaublich. Dafür bin ich jetzt ins Wasser gefallen, obwohl ich es gar nicht wollte. So, hier können wir mal versuchen, nach Höhlenausschau zu halten. Ach, da bist du, okay. Nein, das mache ich. Ha! Nein, das war ich. Ach, scheiße. Ja, da ist nämlich wieder das Gebirgsbiom. Da wollte ich nämlich hin. In der Hoffnung, dass wir da irgendwelche Höhlen finden, die von relevant sind. Oder, sein könnten. Oh, da ist Kohle. Ja, Kohle ist so das ziemlich Unwichtigste, was wir brauchen könnten gerade. Ach, Mann. Ich dachte mir auch, Mensch, jetzt finde ich auch endlich mal was. Ja, eine Schaufel wäre jetzt hier nicht verkehrt gewesen. Ja, eine Schaufel habe ich. Ja, dann kannst du mal ein bisschen von dem, von dem Gravel hier mitnehmen. Ach so einen Scheiß brauchen wir aber Kohle nicht. Nee, wir müssen ja die Wege noch ein bisschen pflastern. Na gut. Wobei, man könnte ja mal anfangen, die OP-Wege zu bauen. Okay, das war's mit der Schaufel. Machen wir weiter. Ich hab doch Fäuste. Das geht ja schon gut und richtig organisiert los. Ja, ne? Hier ist ein Stein, die dürftest du noch nicht kennen. Das ist Diorit. Die sind mit 1,8 dazugekommen. Da sind meine Hauswände raus. Ach, das Zeug ist das. Oh, okay. Ich komme hier nicht rauf. Verdammt. Oh. Das sind ein bisschen akrobatische Fähigkeiten notwendig. Da hinten ist so ein schwarzer Balken. Was ist das? Ist das eine Höhle? Nee, das sind einfach Beleuchtungsbugs. Aber es ist schön, dass du die auch siehst. Hm, tatsächlich, man rennt gegen eine Wand. Wow. Ja. Faszinierend. Hey, da oben ist Kohle drin, die wir nicht brauchen werden. Na komm schon. Oh, da hinten ist aber, glaube ich, kein Beleuchtungspack. Dafür sieht der Übergang zu schön aus. Ja, ich folge dir einfach mal. Ich hoffe, wir finden irgendwann wieder nach Hause. Ich habe mich schon mal in dem Sumpf, der neben uns liegt, habe ich mich verlaufen. Ach, ich verlaufe mich doch nie irgendwo, also bitte. Vielleicht hätten wir Fackeln abstecken sollen. Brotkrumen auswerfen. Ja. Das ist übrigens doch ein Beleuchtungsbug. Warte, hier ist noch was, das ist bestimmt keiner. Siehst du hier? Nein, ganz bestimmt nicht. Auch ein Beleuchtungsbug, yay! Yeah. Ja, da unten ist nichts drin. Aber hier vorne könnte was sein. Na? Hast du was Tolles gefunden? Naja, da geht's auf jeden Fall ein Stück rein, ne? Ja, zumindest ein Stück. Und hier geht's auch ziemlich tief runter, würde ich sagen. Ach, einfach Geronimo. Hm. Wir werden sterben. Ja, das glaube ich auch. So, und jetzt hier wieder hoch und da rein. Warte mal, da vorne ist auch noch was. Bist du jetzt einfach so durch den... Ach, da vorne bist du. Ey, da oben ist eine Spinne, das ist ja lustig. Was bitte ist an der Spinne lustig? Die ist noch voll knuffig. Ja, total. Bienen sind auch voll knuffig, weißt du? Bienen, ja, Bienen sind sehr knuffig. Ach nee, warte, es waren Wespen, oder? Ja. Oder? Genau, Wespen sind doch auch voll knuffig, so. Ja, da vorne ist eine Höhle. Wir sind die totalen Noobs eigentlich. Ach, da vorne. Was, ich? Ich hoffe, das ist eine. Ja, doch, sieht ganz cool aus eigentlich. Warte mal, jetzt hier so und dann hier rauf und dann... Und dann irgendwie hier so, oh Gott. Zumindest hätten wir ja einen Unterschlupf. Ja, den brauchen wir, glaube ich, auch so langsam.
Guck mal, das sieht doch gemütlich aus. Das sieht gut aus. So, jetzt mit rein. Ich habe schon ein paar Zombies grunzen gehört. Ach, die machen mir keine Angst. Ende. Ach, scheiße, Mann. Naja, wir können uns doch reinbuddeln. Hier wird ja wohl irgendwas sein, oder? Wir hätten die Betten nicht mitnehmen sollen. Ich hab mein Bett dabei. Ich nicht. Oh, schlecht vorbereitet. Schlecht vorbereitet. Oh. Ich nehme mal die Kohle mit, die wir nicht brauchen. Aber irgendwo habe ich einen Zombie gehört. Das heißt, hier muss es noch irgendwo weitergehen. Da ist er. Hast du ihn schon gefunden? Er ist schon tot. Wo bist du denn? Hä? Ich bin wieder Richtung Ausgang. Ach so. Ich muss mal ganz kurz was trinken, weil sonst kriege ich hier einen Hustenanfall. Meine Stimme ist zwar wieder da, aber ich habe noch ein paar Nachwirkungen. Trink mal ein Schlückchen. Ich höre übrigens noch einen Zombie. Hier scheint auch irgendwo einer rum. Ja, ich habe gerade einen getötet. Ach so. Ach, Manu. Du bist ja rigoros an ihm vorbeigerannt. Ja, da bin ich total gut drin, an Sachen vorbeizulaufen und sie dann einfach nicht zu sehen. Das ist eins meiner versteckten Talente, meiner unzähligen. Na, immerhin hast du ein Talent. Siehst du? Jetzt mal da oben könnte es weitergehen. Müssen nur irgendwie hier hochkommen. Weil die ganzen Zombies kamen von hier. Wow, Hilfe, ich falle. Tu dir nicht weh. Zu spät. Ey, hier ist noch eine Höhle. Wer hätte das gedacht? Warte, ich folge sogleich, sobald. Wo bist denn du? Ich bin hier irgendwo runtergefallen. Hilfe. Hallo? Hallo. Warte mal, ich habe doch irgendwie. Ein Steak hilft mir jetzt auch nicht weiter. Grab dir, grab dir. Mach dir einen Turm aus Steak. Ja, genau. So, siehst du, hat doch alles. Oh, hier geht's auch weiter. Hier ist auch eine Höhle. Wo? Nee, warte mal, waren wir hier nicht schon? Auf jeden Fall ist hier so ein Tunnel, so eine Art. Ich weiß gerade gar nicht, wo du. Bist du. Nee, hier waren wir so, noch nicht. Was haben wir hier? Hier haben wir nicht mehr Kohle. Aber das ist nur ein Durchgang, also nicht so wild. Irgendwie habe ich das Pech, das habe ich ja schon mal erzählt. Wo bist denn du jetzt lang gegangen? Ich hoffe, du bist jetzt. Das ist auch nur ein Durchgang, was du hier ausgeleuchtet hast. Ach, verdammte Axt. Ich habe hier noch keine richtige oder nur eine Schlucht bisher gefunden. Und das, wo man meinen könnte, dass es eine Zeit gab, wo man von Schluchten erschlagen wurde. Ach, wir finden auch noch eine. Naja, wir könnten ja Strip meinen. Was? Wirf nicht mit Fremdwörtern um dich. Naja, wir graben uns einfach bis nach unten und graben uns in einem Raster von Tunneln. Ja, das ist doch viel zu leicht. Ja, ich finde das auch doof. Aber manche stehen drauf. Da Zombie. Geht die Effizienz vor. Komm her, du. Komm her. Aber ich hab's lieber natürlich. Oh, ein Creeper. Ah, ja. Yeah. Der Zombie hat eine Karotte fallen gelassen. Ja, es ist Wahnsinn. Ich habe ganz schön lange gebraucht, eine zu kriegen. Tja, und ich hier gleich auf dem ersten Schlag, ne? Nicht wundern, ich lasse dich kurz alleine. Ich schau nochmal hier oben. Naja, ich laufe eh gerade ganz alleine rum. Ich weiß gar nicht, wo ich bin, ehrlich gesagt. Gut, da ist ein Skelett. Bin in einer Welt, wo Kühe auf Bäume klettern. Okay. Wir sollten uns vielleicht nicht zu weit voneinander trennen. Klemmer, wo bist du? Aha. Da geht ja gut los, ne? Also ich stehe hier in so einem Schneeübergang. Ja, und ich bin vergiftet. Ich sehe dich. Hallo? Mich hat gerade eine Hexe beworfen. Ja, Mensch. Irgendwie haben wir es gerade mit den Hexen. Ja, Glenwans locken halt Hexen an, ne? So ist das. Oh, ich verhungere gerade und da kommt die Hexe. Ich hau mal ab. Was für eine Hexe? Na, die ich beworfen hat. Nein, die habe ich schon getötet. Echt? Wo siehst denn du da eine? Angelaufen? Ich habe hier gerade irgendwas. Dann waren das wohl deine Rauchwölkchen, die ich gesehen habe. Ja, nee, aber hier ist ein Zombie. Ich will. Oh, Mann. Aber ich bin gleich tot. Ach, ich gehe mal kurz regenerieren in dem Durchgang. Creeper. Brauchst du ein Bett? Nö. Wir bräuchten ja beide Betten, sonst funktioniert ja, das nicht. Verdammt. Aber ich habe 7 Wolle dabei, ich könnte eins craften. Also ich habe ja eins. Guck mal. Okay, ich crafte mir eins, warte mal. Sie hat Angst. Ich wollte nur demonstrieren, wie schön ich daran gedacht habe, mein Bett mitzunehmen.
Ja, ich verschwende gerne Materialien, das ist ja jetzt nicht so das Ding. Ach so, sag das doch gleich. So. Da stellt man sich auch schon mal so eine Workbench hin, ne? Hier genau. Ist kein Platz für mein Bett. Ach doch, hier, neben der Workbench. Yay. Bezaubert. Nein, jetzt hast du mein Bett. Nein, das war mein Bett. Ach so. Du hast beide Betten. Nein, warte, ich gebe dir dein Bett auch wieder. Warte. So, hol's dir. Hui. Warte, wie wirst du nochmal Sachen? Mit Q? Ach, mit Q, nicht mit R. Naja, kommt ja auch direkt danach im Alphabet, ne? R ist Reload. Ja, doch. Verdammt. Ja, ich wollte mal mein Bett nachladen. Das muss man halt hin und wieder mal tun. Gut, ich weiß jetzt auch schon gar nicht mehr, wo es nach Hause geht, wenn ich ehrlich bin. Wir gehen einfach mal weiter. Ich hätte einen Kompass machen sollen.